Cheerio und willkommen zurück bei Outlast, wo wir hier einen Herrn in der Wäschekammer haben, der sich wohl schmutzig gefühlt hat, schätze ich mal. Ja, wir haben jetzt den Schlüssel für den, ich weiß gar nicht mehr für was wir diesen Schlüssel brauchen. Der schläft nur. So, wir haben den Schlüssel für den zweiten Stock. Die Tür geht nicht auf. Wir haben aber leider immer noch das Problem, dass unsere Batterien im Sack sind, dass wir keine Batterien mehr haben, wir hier nur noch mit Notbeleuchtung quasi. Was? Okay. Ja, das war's. Scheiße, Alter. Und das jetzt ohne Batterien. Wobei, ich glaube, wenn man stirbt, ich glaube, dann hat man eine volle Batterie wieder, ne? So, wir haben den Schlüssel jetzt. Ja, wir haben wieder eine volle Batterie. Das heißt sogar zwei. Okay, gut, das ist fair. Aber wo ich lang muss, weiß ich deswegen jetzt immer noch nicht. Dadurch, dass ich vorhin so komplett orientierungslos hier rumgerannt bin. Genau, da nicht lang. Und was haben wir hier? Laundry rechts. Ich muss wissen, wo Schränke sind. Da sind Schränke. Okay, weil falls der Typ jetzt wiederkommt. Genau, da kam der her. Ja. So, ich nehme den Schrank, dann kann ich gucken. Da steht er. Verpiss dich. Der hinter mir? Der ist hinter mir. Fuck! Scheiße, falscher Weg. Falscher Weg. Hehehehe. Kann ich nicht? Ist er noch hinter mir? Nee. Boah, ich bin momentan mega ruhig. Ich weiß, es tut mir auch leid. Aber ich bin so angespannt. Ich bin hier am Absuppen einfach. Boah, Junge. So, ich müsste jetzt in den zweiten Stock kommen, ne? Springen wieder. Ach, Scheiße. So. Beim zweiten Mal läuft's. So, okay. Genau, die Tür hatte ich ja nur zugemacht. Ich muss aber noch höher. Genau, hier brauche ich jetzt den Schlüssel, ne? Ja. Ich mach die Tür gleich mal zu. Alter, meine Herzfrequenz wieder bei 1 Milliarde Schläge pro Minute, pro Sekunde. Okay, hier muss ich jetzt wieder springen. Follow the blood, schon wieder dem Blut folgen. Warum denn immer dem verfickten Blut folgen, Mann?
vom Blut. Ich will da nicht hin. Oh, was liegt denn da? Da liegt eine Batterie. Das begrüße ich außerordentlich. Würde mich auch mal interessieren, was auf diesen Fotoapparaten da drauf ist. Also ich meine, das ist glaube ich nicht zum ersten Mal, dass so ein Teil hier rumliegt. Da würde ich schon ganz gerne mal drauf gucken. Auf der anderen Seite, klar, wenn man die Batterie hier für die Kamera braucht, um zu überleben, dann ist einem das vielleicht wichtiger. Kann ich schon verstehen auch irgendwie. Oh Gott, ich ahne schon, was da auf uns zukommt. Will jetzt trotzdem nochmal hier rechts gucken. Da ist gar nichts mehr. Leider auch keine... Oder? Nee, auch keine Batterie. Aber ich finde es ja fair, dass man wirklich, wenn man stirbt, dann zwei Batterien wieder dazu bekommt. Die sind überall, die Typen. Oh Gott, hier steht der Rauch. Krass gemacht. Ja, er hat Kopfschmerzen. Nimm dich zusammen, reiß dich zusammen, Junge. Gehen wir nochmal gucken, ob irgendwo Batterien rumliegen. Was ist das? Was ist das gewesen? Fuck! War das beabsichtigt? Ach krass. Okay. Ein Bettenhaufen. Ist alles zu. Ah, hier. Okay, hier gibt es nochmal eine Batterie. Sehr gut. Hier müssen wir wahrscheinlich auch hoch, schätze ich mal. Jawohl. Na komm. Okay, wo war das Loch? Nicht, dass ich nicht hier nochmal runterfallen. Ach da, okay. So, wahrscheinlich muss ich... Genau, ich muss hier lang. Oh! Ich will keine Türen mehr aufmachen in diesem Spiel. Das macht mich so... Ich kann mich immer nur wiederholen. Oh, ja, was lesen, geil. Moment, da war J. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 64. Wieso kann ich mich nicht erinnern? Woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Ja, dieser Wunsch wird sich mit Sicherheit nicht erfüllt haben. Wie assi auch, dass die hier Leute genommen haben, die echt Hilfe brauchen und für ihre Drecksexperimente missbraucht haben. Ist nichts mehr. Oh. Geht die auf? Nein, die geht nicht auf. Das ist seltsam. Ach, hier geht es wahrscheinlich lang, ne? Oder, nee, von hier komme ich. Ach, dann wird es rechts lang gehen. Ah, okay.
Da wird gleich wieder einer angeschissert, oder? Lie. Lüge. Oh. Die Kerzen sind, das sind Massivkerzen, da kann man nicht dran vorbeigehen oder drüber steigen. Oh, da geht's lang. Da will ich gerade mal hier gucken, was hier ist. Okay, hier ist einfach nochmal ein anderer Bettenraum. Wenn das überhaupt ein anderer. Ah nee, Quatsch, 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 das ist der. Okay. Ja, ich lege gerne neue Batterien an. Ah. Sehr gut. Und das Geräusch ist nicht sehr gut. Ah, hier. Da geht's auch lang. Geht wieder eine hübsche Kerze. Also man muss ja schon sagen, die Geräuschkulisse bei dem Game ist außerordentlich genial. Leider. Ihr wollt mich doch verarschen. Kann ich da drunter? Ja, ich kann da drunter. Geil. Okay. Ich wusste, dass die Typen wieder kommen. Genau, lass die ruhig an mir vorbeigehen. Hoffentlich beide. Wo ist der andere jetzt? Ich hoffe, der andere ist nicht hier drin geblieben. Tür ist zu. Ich will mich gerade mal schnell umgucken. Ganz kurz. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Hier geht alles komplett in den Arsch. Ich habe so meine Zweifel, dass ich da drüber komme. Was? Nein! Nein, oh Mann, jetzt war ich gerade oben. Ich dachte, man kann sich da so entlang schubbern. Tür ist zu. Okay, wo geht's jetzt weiter? Hier wahrscheinlich, ne? Nee, auch nicht. Hä? Kann ich da wieder hochspringen? Ah, hier. Ah, okay, hier geht's auch wieder hoch. Sehr gut, sehr gut. Okay. So, das war jetzt, glaube ich, der Weg, den ich gehen muss. Nee, auch nicht. Hä? Da muss ich ja wahrscheinlich da lang. Oh, halt die Fresse, Batterie. So, also hier lang. So, aber wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich hier irgendwie durch? Nee. So, und wenn ich hier lang gehe, dann triggert der aber nicht, dass der quasi da an der Wand entlang geht. Aber ich vermute, dass das der Weg ist, oder? Jetzt hat das getriggert. Okay, 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 okay. So, da geht's. Okay, da bricht jetzt garantiert irgendwas ein. Das würde mich stark wundern, wenn hier nichts einbricht.
Scheiße! Fuck! Oh, oh, oh! Kamera, 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 Kamera! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Was? Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch! Renn! Ich mein, kletter! Alter Scheiße! Und da war die Kamera dahin. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und alle. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken jetzt. Tut mir leid. Oh. Vor allem der Typ, den wir spielen, der tut mir voll leid. Der tut mir voll leid. Das ist doch nur ein Reporter, der... der Dinger rausbekommen wollte. Du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Na toll. Das heißt, darunter jetzt oder was? In den Keller also. Das ist zumindest das, was ich daraus jetzt, also den Schluss, den ich daraus ziehe. Da liegt auch noch eine Batterie. Hm? Da, den Knochen meine ich. Na, ich meine, da habe ich eine Batterie jetzt. Wer braucht schon einen Camcorder? Okay, merken, dass hier Schränke sind, in denen ich mich nicht verstecken kann. Wenigstens darf es jetzt nicht mehr komplett dunkel werden, weil ich kann mich ja in der Dunkelheit nicht zurechtfinden ohne Camcorder. Alter, leck mich am Sack. Da geht's runter. So, und darunter gehen wir aber erst in der nächsten Folge. Es kann sein, dass das dann die letzte Folge wird. Wahrscheinlich wird das Finale jetzt auch nicht in 5 Minuten abgehandelt werden, wenn es denn jetzt gleich kommt. Was? Also es fühlt sich zumindest so an. Ne? Wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal kurz in ein Folgenhäuschen und sehen uns dann in der nächsten Woche. Ne? Genau, richtig. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Ciao.